Mein Unfall ist 1993 passiert. Und zwar bin ich bei einer Schulkollegin an der Geburtstagsparty eingeladen gewesen. Also ich bin an dem Tag mit meiner Brautzeugin unterwegs gewesen, um das Brutkleid auszulesen. Nach dem Sekundenschlaf bin ich nachher dann über eine Böschung rein. Ich konnte mich nicht orientieren für einen Moment. Im nächsten Augenblick aber bin ich auch schon unten in dem Waldloch aufgebraut. Und das Nächste, was ich dann weiss, ist eigentlich dann, als ich schon auf dem Rasen gelegen bin. Und ab dort habe ich wirklich eigentlich körperlich gemerkt, dass etwas Schlimmes passiert ist. Das Problem war, dass natürlich niemand in dieser Zeit wusste, dass ich im dritten Monat schwanger bin. Man hat mir eine Diagnose mit auf den Weg gegeben am ersten Tag. Und die lautet: Herr Frey, ihr habt eine Querschnittlähmung erlitten. Wir bereiten euch hier auf ein Leben im Rollstuhl vorbereiten. Dann war es im Prinzip halt so, dass ich gesagt habe, ja, ich bringe mich um. Es ist eine Art Selbstmitleid, das dich natürlich prägt. Und dort kommt er und packt dich einfach aus der Scheiße raus. Mein Name ist Zech und ich bin es auch. Es war aber auch nötig. Ich habe gekämpft gegen die üblichen helvetischen Killerkriterien. Haben wir immer so gemacht, haben wir nie so gemacht. Und wenn da jeder kommt, und ich bin immer quer in der Landschaft gewesen. Wir mussten lernen, alles im Gegenwind aufzubauen und haben rasch gemerkt, dass Gegenwind auch Stabilität gibt. Und wenn man die Höhestür richtig setzt, aufwind. Das heisst, es hat uns nicht mehr gestört, wenn wir immer Gegnerschaft hatten, sondern haben gewusst, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Er hätte sehr viel von sich erwartet und hat natürlich auch viel Erwartung in den Patienten gesteckt. Er ist einer, der einem nichts vorgemacht hat. Er ist einer, der einem vorlebt. Er war nämlich der Erste, der morgen über die Tür geschritten ist. Er ist der Letzte, der nach Patientenbesuchen in den Zimmern dann wieder heim ist. Und so. Ja, so ein bekannter Satz hier im Haus. Der hat gelautet, eine Woche hat 168 Stunden. Und die nutzen wir alle, wenn es nötig ist. Eine ganzheitliche Betreuung von Querschnittgelähmten kann man nur in einer 168-Stunden-Woche machen. Denn der Patient selber leidet die 168-Stunden-Wochen und keine halbe Stunde weniger. Also kann man nicht zurückkehren in eine 5-Tage-Woche, sondern muss bei der 168-Stunden-Woche präsent bleiben und entsprechend vertreten sein. Er hat jemand gesagt, Lux mit den Augen der Betroffenen an. Er versteht Gedanken von einem Rollstuhlfahrer besser, als wenn du 20 Jahre selber im Rollstuhl gelebt hast. Und das macht ihn natürlich absolut außergewöhnlich. Ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr geborgen gefühlt fast und sehr beruhigt. Also ich habe das Gefühl, ich bin in sehr guten, kompetenten Händen und habe fast so ein bisschen das Väterliche gespürt von ihm. Wenn ehemalige Patienten ihn hier treffen, ist er der Papa Zech. Er ist der sogenannte Tutor, er ist der sogenannte Lehrer oder Vater. Er ist ein bisschen so die Vaterfigur, die die Patienten hatten. Das hat sie früher noch nicht gegeben. Da hatte der Mensch immer das Gefühl, dass sie sind gleichwertig, sie haben eine Zukunft. Also die Probleme der Patienten hat er zu seinen gemacht. Und für ihn sind einfach Patienten an oberster Stelle gewesen. Zu mir persönlich als Chef war er ein Motivator. Ein Leader,
Chefarzt mit sehr viel Empathie für seine querschnittgelähmten Patienten. Er hat ihm zugelassen und aber gleich hat er eigentlich eingewirkt und gesagt, wir helfen dir, du bist nicht allein und wir organisieren das mit dir zusammen. Aber du musst auch wollen. Er hat gesagt, das Beste von ihrem Körper, das haben sie noch, das ist nämlich ihr Hirn und das können sie jetzt anfangen zu brauchen. Das alles Entscheidende ist nur, was jetzt noch vorliegt und was man mit dem machen kann und potenziell drinnen liegt und nicht mit dem nachtrauern, was vorbei ist. Wo Notwil gebaut wurde, waren 27 Rollstuhlfahrer permanent in der Baukommission. Und haben natürlich permanent können sagen, wie hätte ich es gern, wenn mir das Schicksal noch einmal passieren würde. Und das hat natürlich die Architektur entscheidend verändert. Die Räumlichkeiten des SBZ sind natürlich sehr offen, sehr hell. Man hat viel Platz, es ist freundlich. Man fühlt sich eigentlich nicht wie in einem Spital, wo alles so ein bisschen beengt ist und ja, wo alles so nach Spital schmeckt. Deshalb sind wir auch aufs Land rausgekommen und sind in der Planung frei gewesen und haben so gestaltet, dass einem im Haus wohl ist. Alles, was im Prinzip einem Menschen gut tut und auch für die Augen, für die Sinne, ist etwas, was heilt. Aber wenn der Mensch sich wohlfühlt, dann hat er eher eine Tendenz zur Genesung. Wir haben nicht 30 Quadratmeter Zweierzimmer gebaut, sondern 48 Quadratmeter, weil nur dann genügend Hilfspersonen, Besucher und der Rollstuhl noch Platz haben in dem Raum. Und deshalb ist auch die Architektur an den Rollstuhl angepasst worden. Und das ganze Haus braucht eben eine durchlichtete Begegnungshalle, wo alle zusammenkommen können und sich informell begegnen, Fußgänger mit Rollstuhlfahrern. Die Begegnungshalle ist eindrücklich, weil sie hell ist, weil sie Licht hat. Und weil es ist wirklich ein Begegnungsort war, wo die Leute sich getroffen haben und geredet haben und gelebt haben. Die Überlegung war, die tägliche Kommunikation mit Fußgängern vom Dorf, mit Besuchern, die von außen kommen, und Rollstuhlfahrern, die hier noch einen Kaffee trinken oder irgendetwas Kleines essen, dass sie am gleichen Tisch sitzen, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Und diese Möglichkeit muss man hier geben. Und die ist sehr lehrreich für beide Seiten. Ich glaube, das ist eines der wunderbaren Qualitäten, die Notwil hier hat. Man ist schon wieder in der Gesellschaft innen. Leute kommen hierher ins Restaurant, es finden Begegnungen statt. Ich habe ein Hallenbad. Und das ist schwierig am Anfang mit dem neuen Körper, wo man selber noch keine Freude hat dran, den gut zu präsentieren, oder, an Art. Das braucht ein bisschen Selbstwertgefühl wieder. Das braucht ein bisschen Annehmen von dieser Situation, wie man sich jetzt drin befindet. Es ist für mich hier ein Zuhause. Darum bin ich auch nach der Pensionierung immer jemand da. Notwil bietet die Chance, sehr, sehr ganzheitlich in ganz vielen Lebensbereichen wieder ein bisschen Fuss zu fassen. Mit den Hängen. Ganzheitlich heisst, ein Querschnittlähmung erfasst den Menschen in allen Belangen. Und deshalb muss auch die Hilfe in alle Belangen rausgehen. Die Vision von Guido Azech hat wirklich beinhaltet, dass sich jemand darum kümmert, wieder zurückzukommen in eine Arbeitswelt. Dass jemand daheim schaut, was es für Umbaumaßnahmen braucht, damit möglichst der Patient wieder zurück zu seiner Familie kann. Was sind für sozialrechtliche Fragen zu klären, zusammen mit Versicherern, Sozialversicherern, Krankenversicherern. Und ja, um dann auch aber die Leute auch sozialrechtlich, aber auch kulturell und gesellschaftlich wieder ins Leben zurückzubringen. Und er hat da zumal schon gesagt, in 20 Jahren wird die Gesellschaft so weit sein, dass sie euch eine Chancengleichheit gibt. Und das war das Entscheidende. Menschen mit Behinderungen waren behinderte Menschen. Und das ist eben nicht wahr. Und das hat wirklich, das ist der Kampf von Guido Azech, dass Menschen mit einer Behinderung gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft sind. Menschen mit Behinderungen haben eine klare Rolle in der Gesellschaft und die ist nicht anders als die von den Nichtbehinderten. Das ist die Message, die er immer mitteilt hat. Und darum ist ihm der Entschluss gereift, für die Art Menschen und für diese Art müssen zu leben, will ich mein Leben einsetzen. Ich glaube, alle Querschnittgelähmten in der Schweiz haben ein extremes Privileg, die Unterstützung dürfen zu haben. Und das ist gewaltig. Also ich fühle mich eigentlich als privilegierter Behinderter.
mit dem Background von ihm, mit der Vision, die er realisiert hat. Ich würde das allen Kranken wünschen, dass sie so einen Menschen, der wirklich sein Leben gibt für andere, dass sie so etwas auch hätten im Hintergrund. Weil das ist Gold wert. Das ist einfach ein Lotto-Sechser.